Here we go, Eligella. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hi Freunde, Eligella ist angekommen in Frankfurt, Hauptwache, kein Problem. Kann sein, dass ich gleich abgezogen werde. Ich bin heute hier, Freunde, nächster Stadionblock, Mannheim gegen Frankfurt. Ich werde jetzt abgeholt von Anis Halamatric, dann fahren wir zusammen nach Mannheim. Mannheim spielt gegen Union, DFB-Pokal, ich unterstütze Berlin ein bisschen. Die Männer haben letztens Frankfurt rausgehauen. Ich hoffe, euch gefallen die Vlog. Letzter Block geht wieder krank ab mit Karim und ich glaube, habe auch über eine halbe Million Aufrufe oder so eine Scheiße. Lasst gerne ein Follow da, lasst ein Like da. 45.000 Like, Freunde, ist immer sehr wichtig, dass das Video viele Likes hat, weil dann ist es besser gerankt im Algorithmus. Ja, ich melde mich gleich wieder. Alles gut. Hey, wie geht's dir? Wie geht's Karim jetzt immer? Hey, Klassiker, wie geht's dir? Du bist ja der glücklichste Mensch der Welt, oder jetzt mittlerweile? Wenn der Ballon d'Or gewinnt, ja. Ey, mein Gott. Erste Frage, wer ist besser, Lewandowski oder Benzema? Aktuell, und dann werden wir das hier auch gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Mannheim. 16 Uhr ungefähr kommen wir an, Freunde. Wir sind ein bisschen früh, ich weiß nicht, was wir machen. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht ganz genau, wer alles ins Stadion kommt. Ich glaube, Mehdi kommt, Ahmed kommt, Ahmeds Bruder kommt. 18.000 sollen ins Stadion kommen. Letztes Mal, als ich da war, da waren, glaube ich, 10 und das war schon, ich möchte, wenn ich wieder da bin. So, wir sind jetzt hier in Mannheim, Freunde. Und mir fällt auf, die Straßen sind hier so krass eng. Und der Mann meinte, hier gibt es ganz viele Dilaras. Mir ist es nochmal aufgefallen, das ist wirklich so, dass hier auch überall so Döner sind. Kann der Döner hier was? Gibt es hier Kräuter, Knoblauch, Schaf? Mann, Junge, das ist hier keiner in Mannheim. Was gibt's? Es gibt hier Tzatziki-Soße? Cocktail? Ja, Cocktail. Mann, ey, scheiße. So, wir sind jetzt bei Willi. Aber Willi ist nicht hier. Aber das Falschgeld ist hier. Moin, erzähl mal ein bisschen was für die weiblichen Zuschauer. Ja, ich bin immer noch auf der Suche. Sag mal nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, Weidhoff hat eine Chance, wenn Union eine frühe rote Karte bekommt. Das ist, wenn jemand ausrutscht oder so und dann eine kleine Notbremse. 14. Minute, Baumgart, rote Karte, dann hat Weidhoff eine Chance. 14. Minute, Chat. Nein. Erzähl nein. Jetzt ein bisschen. Niemals. Freunde, Ahmed ist so krass notgeil, das könnt ihr euch niemals nicht vorstellen. Ne? Wie läuft's denn mit dem Mädchen so? Ja, anschreiben. Nicht so gut, ne? Warum? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Zeig jetzt dein Handy, zeig deine DMs. Guckt's euch an, Freunde. Na, wie geht's dir mit diesem Smiley? Gut und selbst? Hä, und dann? Hast du was zurückgezogen? Das freut mich. Hahaha. Freut mich, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles bestens gesund und das Leben läuft. Kann mich nicht beschweren. Sehr gut. Hä, wie langweilig. Was soll ich denn machen? Ja, du bist echt cool. Mann, Ruhe. Was treibt ihr in Berlin? Leute treffen chillen, wie immer. Same shit, different city. Ist das schlecht? Halbe Stunde vor Spielbeginn. Es wird so schlimm, Freunde, glaube ich. Vor allen Dingen, es hassen mich hier alle. Die Mannheim-Fans hassen mich, glaube ich. Also die Ultras auf jeden Fall. Und die Union-Fans hassen mich auch. Könnte sein, dass ihr die Gala heute aufs Maul bekommt. Freunde, hier spielt Real Madrid gegen FC Barcelona. Ich sag's euch, das ist so voll. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Stadion ist so direkt irgendwie an der Straße und dann kommt man da rein. Überall sind auch Jürgen Röger. Das ist der Wahnsinn. So nervig mit Ahmed unterwegs zu sein, Freunde. Alle wollen Bilder mit ihm haben. Alle wollen Bilder. Nackenkissen wollen die unterschrieben haben. Ja, so nervig mit dir, Digga. So krass, man kommt hier ganz schön ran. Danke, dass du das durchmachst. Das ist kein Problem. So, wir sind jetzt hier im VIP-Bereich, Freunde. Ahmed holt jetzt mit den anderen Karten. Voll geil hier, guck mal. Hier sind so direkt die Plätze. Und ich weiß nicht, guck mal hier, Jürgen Böger. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ja, ja, du bist die Beste. So, jetzt geht's los. Ich sage dir alles, super Stimmung. Super Stimmung. Ja, und ebenfalls begrüßen möchte ich hier im Konventstadion alle Vertreter von Funk und Presse. Wir wünschen euch ein angenehmes Arbeiten hier im Konventstadion. Überall sind Jürgen Böger, ne? Ist so krass. Auch Jürgen Böger. Auch Jürgen Böger. Digga. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Wow. Das ist aber, ich sehe den Mann aber nicht. So, wir haben es geschafft. Die werden uns alle hier hassen. Willi, rechts, dirigieren, hin und her, Böckchen, hier. Ja, was? Ja, hin und her, genau über die Außen, rein da. Stramme Pässe, R1. Und dann auch mal die gelbe Karte ab. Ja, ja. Im Tor mit der 23. Ja, Christoph! Der Beste von allen! Der Beste von allen! Hey, hey, hey! Ich bin nicht hier um Freunde. Nee, nee, hier, Mohammed. Ja, ja, ja. Bedankt dich. Ich bin hier. Dirigieren.
dirigieren. Gut, du gehst als erstes drauf. Los, zeig dir. Spiel ihn mal an, guck's dir an. Super Korridorpass. Super. Zeig dir. Kapitel und runter. Ja, ist gut. Guck mal, was ist denn los? Ey, schieß dich an. Super, Willi. Ehrlich. Ecke. Ecke. Weil es unten spielt noch 90 Minuten der Führung. Eine eklige Ecke. Zeig's mir. Guter Ball da. Flank das Ding rein. Fünfte Minute und es wird heißer. Alexander! Der Spielstand, Waldhof! Waldhof! Unser Gäste aus Berlin. Danke! Cool! Digga, da hat jemand ein fettes Plakat von Billy, da hat seine Fieberkarte! Er soll sich umdrehen. Achso, nee, warte mal, da ist er gar nicht. Er hätte sich auch sparen können. Er hätte sich auch sparen können, aber es geht um den Film. Super cool, ehrlich. Ach, da steht was drauf vorne, aber man sieht es nicht richtig. Ich guck's mir an. Geht gar nicht. Ja! Ey, 90 Minuten will ich das jetzt hier sehen. Super, ehrlich. Super. Schieben wir schon da ganz unten. Schlag ab mit Berlin. Okay, Nick. Doch. Schlag ab. Mann. Schieß dich da. Lass dich doch fallen, Großer. Ja. Doch. Bleib drauf, Willi. Guck mal, das sieht ein bisschen aus wie mein Puller, Freunde. Das ist aber nicht mein Puller. Es wäre cool, wenn es mein Puller wäre. Ist nicht, leider. Es ist mein Dings da. Aber es ist voll gut, man kann es so tarnen. Das sieht genauso aus. Hier, guck mal. Voll cool, Digga, hier. Spiel ihn an, guck die Ball an. Aber er ist einfach da, super. Lasse, geht gar nicht. Guck dir die an, liegt schwer drauf. Ja, komm, Bele, du bist schneller, du bist der Beste! Nein. Komm, dein Bruder, Adam, dein Bruder! Weiter! Ja! Doch! Oh, Digga, da segeln sie alle vorbei. Weg. Hey, schieß mich da. Gut gesehen, hey. Hau ihn doch nicht. Will ich dir auch weiter. Kurz mit draufbeißen und dann geht's weiter. Ja, schieß mich da. Ja, mal hingucken da. Gelbe Karte, irgendwas. Nein, Fresse. Es geht hier um den coolen Spieler. Zeit mal jetzt herdribbeln. Oh, man, das Placement von dir gemacht. Bester Standardschütze ganz Bundesliga. Ganz Bundesliga, bester Standardschütze. Oh, man, sagt, das ist der Standardschütze der Bundesliga. Oh. Hey, schieß dich an, ist der Dumm. Pass mal auf, mit dem du da redest. Hier ist in dem Spiel vielleicht 20 Minuten. Hey, schieß dich an. Oh, Marcel, was du machst. Hey.
Wir haben gerade eine Daumenphase, seit 15 Minuten ist nicht passiert, kein Problem. Ja. Machen Sie mit Absicht, um den Union so und dann zuzustechen. Super. Dann sind Sie da, dann sind Sie da. Bitte! Bitte! Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. 2 auf 2. Bin ich gut, aber trotzdem. Nee, verfolgt er den, ne? Verfolgt er. Sommer ist der Beste? Nee. Taumeln in der Ecke. 75. Minute, da kommt langsam nichts mehr nach vorne. Es geht an die Substanz. Es geht jetzt an die Substanz. Irgendwie ins Selberschießen reingammeln. Ja, gut. Wenn die abdirigieren, abdirigieren. Hör mal zu, du musst noch mal. Auch wenn es weh tut, dirigier dann noch mal. Naja, machst du gut. Machst du gut, machst du gut. Guckst dir an. Tief durch ein. Dirigieren und am Motivieren. Es ist unglaublich. Deswegen bist du auch Kapitän in meinem Spitzteam. Halt ihn! Schlag ihn! Ja,
hat das Tempo nicht hochgehalten. Hey, was ist denn da? Hey, hey! Bleib dran. Willi Kramp. Willi Kramp. Ulrich, hol das Magnesium. Ulrich, hol das Magnesium. Ulrich, du musst es holen. Was ist das? 88. Der Mann, Freunde. Der braucht Magnesium. Mal so extrem, Ulrike. Ulrike, mach's fertig. Jetzt werden Hände gebaut. If you can dream it, you can do it, Billy. Wenn du jetzt aufgibst. Nee, wie heißt das? Verlierer sind auch nur. Nee, Gewinner sind auch nur Verlierer, die es einmal mehr probiert haben. Meine Stimme, mein Stimmband liegt ungefähr da. Ja, nochmal und Abschluss. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Freunde, wir sind in der Verlängerung angekommen. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Spiel, wo Verlängerung war. Mein erstes Mal. Schmeckt Willi. Dieter, mein erstes Mal. Geil, 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 geil. Gut ausspielen, vorne gut ausspielen. Dann ein Tor, Kallaus, fertig. Fertig. Ist Golden Goal, oder? Ja, Golden Goal, Freunde. Freunde, erstmal jemand, der hier ein Bild machen muss, muss erstmal an dem Mann vorbei. Der sagt, hey, ich will da dirigieren. Am Dirigieren, der Mann. So ein guter Typ ist der hier. So eine unsympathische Socke für die Abonnenten. Wunderbar unsympathisch. Jeder deiner Fans hasst mich. So, Freunde, Verlängerung. Die Männer sind an ihrer Substanz, glaube ich. Aber hier mit Helm. Guckt euch den Helm nochmal an. Sieht aus wie in der ersten Minute. Cora, ich weiß nicht, vielleicht sind das Aufnahmen aus der ersten Minute. Sag's mir. Ich hab's echt drauf, Freunde. Es kam einfach aus dem Nichts mit 2-1. Die 94. Spielminute, Tor für unsere Gäste aus Berlin. Jetzt wird's eine Mammutsaufgabe, Freunde, 2-1. Eine Mammutsaufgabe. Aber nichts ist unmöglich. Besonders mit diesem Mann ist nichts unmöglich. Guckt ihn euch an. Die Filigrane, hey, fass ihn auf einmal an und wir haben ein Problem. Du musst. Nee, nee. Ist in Ordnung. Wenn es aufs Tor steht, kann er kein Tor machen. Hä? Willi, hä? Wofür, Bruder? Der Mann ist so ein Union-Fan, ich schwör's euch. Schiedsrichterleistung, verquatschte Quatsch. Mit ganz viel Quatsch um den Kopf. Was ist das denn? Ulrike, gib den Männern was. Nochmal ein paar gute. Ach so! Nochmal hier zusammenschweifen, ja? Hier, nimm dir die nochmal neu. Lange lohnt so rein. Ja! Das ist der Beste. Für den musst du reinbringen. Ich wurde verlagert. Zeig deinen Hintergrund. Du bist ein Supporter. Du bist ein Supporter ohne mit Nackenkissen. Du bist der Beste. Ehrlich. Guckt euch das Plakat an, Freunde. Willi, was ist da? Willi gewonnen. Dein Trikot, du bekommst deine Freunde. Aber ist doch Quatsch, Team of the Week, oder? Ja, natürlich. Nee, Salah, nee, Salah ist drin. Salah. Ach, Salah. Ach, ist ja heute Mittwoch. Ja, natürlich. Sag mal, könnte aber Quatsch werden. Erfahrung. Aber tschüss. Oh nein. Alles gut. So, Freunde.
Ich habe jetzt hier ungelogen eine Stunde lang Bilder gemacht. Die tun mir immer so leid, die Fans oder Abonnenten. Digga, die standen da eine Stunde in der Kälte. Wow. Statement zum Spiel. Super. Super Verein. Mannheim. Cool, cool, cool gewesen. Haben gekämpft. War auch eine knappe Kiste. Elferschießen wäre lustig gewesen, aber na gut. Wir gehen jetzt noch was essen. Willi, Omet, ich glaube, Medi kommt auch mit. Dann nehme ich euch auch nochmal mit. Ich penne heute bei Willi. Und ich war vorhin bei ihm und ich habe da keine Decke gesehen und kein Kissen. Könnte eine harte Nacht werden. Bruder, Willi ist so ein krasser Knecht. Das Spiel ist vor einer Stunde zu Ende gewesen. Und noch länger, ich schwör's dir, eine Stunde 15. Ich habe eine Stunde Bilder gemacht und er ist einfach immer noch nicht da. Der Mann hat's geschafft, als letztes aus der Kabine. Aber er ist wirklich, mach einfach weiter, so ehrlich. Wirklich. Nächstes Mal einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber hör mal zu, du bist der Beste. Ich hab meinen, guck mal meinen Fuß an. Nein, jetzt ehrlich, hör mal zu, ich bin stolz auf dich. Danke. Ich bin stolz auf dich, du hast super gespielt und das sage ich nachher auch nochmal abseits der Kamera. Ich bin heiser. Was ist das? Super Auto. Nach 120 geht's nicht besser, Chad. Es ist. Hier stehst du wie am Bestellten nicht abgeholt. Aber ist in Ordnung. 120 Minuten Intos kannst du damit arbeiten. Kann ich liegen lassen, oder? Der Mann kann sich nicht mehr bewegen. 120. Nee, das sieht aber geschmeidig aus. Jetzt haben wir 120. Aber ich kann es mir auch vorstellen, ich sage euch ehrlich, Freunde, wenn ich 90 Minuten in der Kreisliga spiele, da tut mir schon alles weh. Und so sieht es dann halt im DFB-Pokal aus, ne? So, wir sind jetzt hier bei einem Laden von Willis Empfehlung. Der ist gut, Willi. Super. Ich bin gespannt. Erstes Kritiker. Du bist der Sohn vom Besitzer. Das ist aber dann unvoreingenommene Meinung. Ist gut? Also ist es krass. Zeig mal das Trikot. Ja, ja, das Trikot macht es. Das Trikot schmeckt. Pro Sommer? Nein, gell, bin ich gespannt hier, Jungs. Kann essen, wer will, kann Cristiano Ronaldo kommen. Die Vorspeisen sind da, klassisch. So ein Salat dazu. Das ist jetzt das Essen. Sieht super aus. Sieht super aus, schmeckt mich später dazu. Jetzt kommt hier Knüffel, Freunde. Super cool. Super cool, Essen von mir. Kriegt von mir eine 8 von 10, weil wirklich sehr, sehr lecker. Wie heißt der Laden? Künstler Flasso Jackwasche. Perfekt. Genau so heißt er. TSO, Chatana. Okay. Sag das mal nochmal, sag bitte nochmal, was du gerade gesagt hast. Im Darkness gibt es Frauen, die keine Arme und keine Beine haben. Die werden einfach so mit Boxen zu werden verschickt, die bestellen. Das ist der Wahnsinn hier gerade, die Diskussion. Ne? Was die beiden mir hier gerade erzählen, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Junge, was hier gedroppt wird, Freunde. Sag es mal mit den Klonen. Es gibt eine Theorie, dass es Rapper gibt, die zum Beispiel in den Kasten geben oder so, weil die irgendwie Scheiße gebaut haben. Die Person, die rauskommt, ist nicht mehr die Person, die sie mal war, sondern also nimmt mal an Kodak Black in den Knast und dann kommt nicht Kodak Black die Person raus, sondern ein Klon, der entwickelt worden ist. Also einfach eine andere Person, die sich als Kodak Black ausgibt. Aber warum? Ja, weil Kodak Black anscheinend oder dieser Rapper anscheinend zu viel Scheiße gelacht hat oder zu viel Informationen in die Öffentlichkeit gemacht hat, die nicht in der Öffentlichkeit gibt. Deswegen wird er einfach weggetan und einfach nur. Und sag du das doch mal mit dem Darknet, das hier ist das Internet? Ja, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das nutzen wir vom Internet. Ja. Das ist das. Digga, was hier gedroppt wird, Freunde. Also, das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt fertig mit Essen, Freunde. Wacht auf. Die beiden, das sind Brüder, das sind die größten Verschwörungstheoretiker, die es hier gibt. Aufwachen. Wir sind Marionetten. Ey, das war's vom Vlog, Freunde. Ich schlafe jetzt bei dem Falschgeldarm. Lasst ein Like auf das Video da, Freunde. War sehr, sehr nice. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja. Ehrlich und ehrlich. Das hier ist übrigens mein Schlafplatz, Freunde. Ey, ich hab dir ein Bett angeboten. Weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann, weil ich weiß nicht, was auf dieser Couch hier schon alles passiert ist, um ehrlich zu sein. Ekel mich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen, Willi. Sag ich dir ganz ehrlich. Fühl dich wie zu Hause. Ehrlich, ich weiß nicht, was hier schon alles passiert ist, ey. Ekelhaft, Digga.